Hallo und herzlich willkommen zurück zum Konsortium. Wir machen weiter mit den hier. Rekrutierung läuft. Und müssen erstmal eine größere Armee ausheben. So. Ich hatte, glaube ich, gesagt, beim letzten Mal wollte ich auf jeden Fall noch Nal Hutta erobern. Weitere Korruption können wir vorläufig nicht mehr ausbreiten. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Aber mal gucken. No. Das ist gleich. Vielleicht da? No, okay. Können wir nichts machen? Darf ich einfach mal sagen... Flotte ein bisschen weiter ausheben? Sekunde kurz. Star Viper Geschwader meldet sich wie befohlen. So, ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit da an meinen Keksen rumknabbern. So, Mandalore können wir natürlich auch erobern. Allerdings, nö. Will ich nicht. Hat seine Gründe. So, rüber. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ja, komm. Wieso nicht? Oh, solange diese Welt kontrolliert wird, erhalten für jede zerstörte Konsortiumseinheit ein... Ja, bringt mir auch voll viel. Ich bin doch das Konsortium. Wobei, wenn ich den Gegner das nehme, dann habe ich einen Vorteil, weil er dann den Bonus nicht bekommt. Oh, es hat schon einen gewissen Sinn. Unterwegs zu neuen Koordinaten. So, dann macht mal hin hier, elenden Scheißer, ey. Bewegen uns zu diesem Sektor. Ah, nee, stimmt ja, ich kann das Theorienfeld fliegen, es ist ja so... Ich weiß auch nicht, das Konsortium hat ja irgend so ein Modul an seine Schiffe gepackt, wo die Asteroiden ausweichen, falls sie in der Nähe kommen sollten. Nee, der, da. Ihr da auf den. Ihr da auf den. Alter Schwede, sollst du den da... So. Hey, wo kommt ihr auch mal her? Hab ich gerade all terminiert? Nicht schlecht. So, vernichten wir erst einmal die hier. Veraltete Jäger, aber die anderen kommen hier noch mit Raumschiffen aus den klugen Kriegen an. Was soll ich da machen? Soll ich auf sein Schiff gebeamt werden? In der Scotty beam ich hoch und dann tue ich deinen Motor reparieren? Alter Schwede, nimm eine Reparaturkiste. So, ein Hangar, keine weiteren Truppen. So, Freundchen. It's time to die! Ich bin getroffen! Bereit! Laser eingerastet und bereit! Ne, was du ihn brauchen wir da nicht mehr einzusetzen. Na, so. Filmkameramodus! Oh, der ist gestorben. Die Dinge sehen voll komisch aus. Was ist denn oben? Ah. Sensorgerät. Bestimmt den Funkverkehr des Gegners zu stören, irgend sowas in der Art.
Schwarm tot. Und das ohne Verluste, so wie ich gesehen habe. Ne, ich habe 3 Skipwellgeschwader verloren. Kaufen wir nach. Oder auch nicht, wegen Geldmangel. Was ich hier auch machen könnte, das hier. Ich kann mir einfach den Schlund holen, nur dass ich Honogre habe, aber... Ich glaube schon, dass ich mir Honogre hole. Oder? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht ganz sicher. So, ihr erst einmal dahin. So, mal sehen. Das ist ja an sich eine ganz ordentliche Gruppe, die ich da habe. Wirklich Bock, das jetzt so auszutragen, habe ich aber nicht. Auch wenn ihr es unbedingt sehen wollt, aber nö. Invasion beginnt. Was ist das denn jetzt gewesen? Oh, verloren. Verloren, aber alle Feinde vernichtet. Aha. Invasion beginnt. Erläutern Sie mir diese Logik. Es gibt keine Logik. Wird gebaut. So, ein Palast bauen, damit ich mehr Quells bekomme. Die wirken ja wie Minen. Soldaten werden ausgebildet. So, wir haben jetzt schon 3 Planeten. Das gibt auch mehr Bevölkerung für mich. Das ist wichtig. Was machen wir denn demnächst? Ich würde sagen, den Schlund holen wir uns. Mit Bestechung an Honogre vorbeiziehen. Dann Kamino ist nicht schlecht. Da gibt es nicht eine Klonanlage. Da kann man seine Einheiten so gut wie umsonst holen. Wird gebaut. Rekrutiere Soldaten. Unbekannt, weil halt Regen halt immer so etwas. Ach, guck mal. Oh ja, ja. Na gut. Dann komm mal ran hier auf einen Zentimeter. So, wir bekommen jetzt immerhin 1900. Ist ja immerhin etwas, ne? Aber eigentlich immer noch nicht ganz genug. Wird gebaut. Unterwegs zu neuen Koordinaten. Auch schönes Zeichen, das heißt, hier könnte man noch eine Korruption gemacht werden. Der Schlund. Hier sind übelst viele schwarze Löcher. Und nein, die Schiffe werden davon nicht eingesaugt. Sieht aber irgendwie cool aus, oder? Vor allem nach diese die Sterne so langsam angezogen werden. Das bringt mich gerade wieder auf den Gedanken von der Theorie von schwarzen Löchern. Was ist wohl dahinter? Das endlose Nichts oder einfach eine andere Galaxie? Ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, wenn man sich zu sehr mit den schwarzen Löchern befasst, dann explodiert einer der Kopf oder so, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, also etwas in der Art. Oder man verliert einfach den Verstand, das kann natürlich auch sein. Antrieb wird aktiviert. Wir haben den Gegner gefunden. Ah, da ist er ja. Gut. Ihr da, Jäger töten. Ihr hier, konzentriert euch erstmal auf die Station, die ist wichtiger. Und du machst den Tatankreuzer da kalt. Alter, der macht hier wieder meine kleinen armen Schiffe tot. Ah, Tired Ones. Übrigens haben wir auch ein paar neue Jägereinheiten bekommen. Boah, viele habt ihr gerade ausgesetzt, ey. Oh, scheiße. Ja.
Ja, schon hart, wenn so ein ganzer Schwarm da auftretet. Mach mal auf den hier. Ja, komische Kameraperspektive auf jeden Fall. Aber die Schiffe haben sie relativ originalgetreu nachgebaut. Na gut, die haben sich was ausgedacht. Es gab ja wirklich keine Andeutungen, wie die Schiffe des Konsortiums aussehen. Es gab weder etwas zu Büchern, glaube ich, darüber, noch etwas zu Filmen. Also Film sowieso nicht, zu Büchern vielleicht. Aber man hat sich da wohl eher nur was ausgedacht. Vielleicht hat man sich gedacht, nachdem man die Piraten so entwickelt hat, im ersten Empire at War Teil oder mehr gesagt im Hauptprogramm, hat man sich vielleicht gedacht, von wegen, ja, davon könnten einige Einheiten dem Konsortium gehören. Oder zumindest ähneln. So, der ist tot. Dann kümmern wir jetzt um dich. Tolles Deutsch. Kümmern wir uns jetzt um dich. So, der macht hier gerade ein bisschen Blödsinn. Also die Waffen, das ist doof, mein Freund, denn deine Schilde sind jetzt nämlich tot. Lustig dabei ist, wenn ihr ihn die Schilde wegschießt, dann kann er das nämlich gar nicht mehr machen. Dann bringt das nichts. So, da hat er schon seine Schnauze verloren. Wir können mal einen auf den hier machen. Die Kameraperspektive hat mir bisher ganz gut gefallen. Bam. Bam. Oh, Motor stockt. Oh, Motor sein Tod. Naja, wirkliche Chance hat er nicht gehabt. Und das mit einigen Verlusten. Was denn? Kann sich ja eh nicht mehr zurückziehen, so als tot. Nur zwei? Ich dachte, ich habe mehr verloren. Naja, und wenn man ein System erobert, wird es direkt korruptiert. Konstruktion abgeschlossen. Gut. Es gibt mir auch mehr Credits, ne? Nö. Komisch. Egal. Konstruktion abgeschlossen. Bauen wir hier mal eine Raumstation auf. Und ja, was machen wir denn dann? Vor allem, wie viele Parts mache ich denn, außer drei wie immer? Sie kann ich ja nix machen, ne? Also werde ich demnächst einfach auf Yavin 4 drauf gehen und da diese eine Mission machen. Wenn ich noch genügend Kohle im Reserve habe und so. Konstruktion. Erstmal zwei nachbauen. Ja. Starviper-Geschwader meldet sich wie befohlen. Ich kann mich schlecht an die Kampagne erinnern, muss ich ehrlich zugeben. Ein paar Einzelheiten kenne ich, aber die meisten nicht. Skip Ray meldet sich wie befohlen. Nun gut. Wir können jetzt natürlich auf Yavin 4 drauf gehen. Wäre vielleicht auch einfach besser, mal zu machen. Wird gebaut. Ich will diesen Einsatz persönlich leiten. Mimimi. Warum? Zu dieser Position. Ja, ganz genau. Ich will diesen Einsatz persönlich leiten. Mal ganz ernsthaft, ey. Bestätige eure Übertragung. Überreste des Todessterns. Das ist auch eine nette Mission, weil man sieht, was davon alles übrig geblieben ist. Im Film sieht man ja nichts, ne? Aber hier, ne?